Der 14. Januar 2021. Wir liegen vor Contadora. Und heute gibt es als Frühstück, seht ihr, Haferschleimsuppe. Den dritten Tag im Übrigen. Den Michael, weil der nämlich schon seit 4 Tagen Durchfall hat. Und die Annette ist das solidarisch mit. Und der Glenn, der muss das restliche Brot essen. Gut aus. Mit Schinken, Nutella und Tomaten. Und dann ist nämlich auch vorbei bei uns. Aber die Annette hat bei Henri bestellt, hier auf Contadora. Und da hoffen wir heute neue Ware zu kriegen. Heute bekommt der Glenn die Haare geschnitten. Von unserer Top-Friseurin Annette. Mhm. Aber seht mal, was da gleich alles abgeht. Das sieht man doch. Glenn, hast du da nicht ein bisschen Angst? Nö, warum? Es wächst doch alles nach. Aber ich kann nicht gerade, das ist viel schlimmer. Naja. Letztes Mal hat Oma meine Haare geschnitten. Ich glaube, ich kann auch nicht so gerade. Aber wer weiß. Du hast ja Gott sei Dank Locken. Da fällt das nicht so auf. Wieder 10 cm ab. Boah. Den können wir ja fast verkaufen, die Haare. So, falls, weiß ich besser, falls ihr es nicht genau erkennen könnt, aber jetzt seht ihr den Glenn von vorne. Unser kleiner Indianer. Ja, aber die Annette, die macht das richtig gut. Da hinten kommen meine beiden vom Einkaufen zurück. Sie scheinen so viel eingekauft zu haben, dass sie noch nicht mal mehr Gleitfahrt machen können. Da bin ich immer gespannt. Hoffentlich fahren sie nicht vorbei und bringen ihren Einkauf hierher. Das Boot wir ist. Haben was. Aber das Boot ist voll. Ja. Das Boot ist voll. Wahnsinn. Ja. Jetzt geht das Leben wieder los. Mein Durchfall ist zu Ende. Jetzt können wir das wieder war nur essen. Show? Ja. Ich habe deswegen extra Möhren für dich. Ah, schön. Nachdem wir gestern auf Contadora einkaufen konnten, kocht die Annette jetzt dieses ganze Gemüse ein, oder Annette? Wird das eingekocht oder wie? Nein, das wird nicht eingekocht, das wird sauer eingelegt. Und dafür mache ich gerade den Essig, das Essigwasser mit Gewürzen, die sammle ich mir gerade zusammen. Ja, und Antipasti haben wir auch schon fertig. Mal alles ausprobieren, wenn es dann über den Teich geht, mal gucken, ob man da nicht irgendwie was haltbar machen kann, was einem dann schmeckt, wenn alles andere ausgeht. Und das ist ja eine gute Idee. Und so ist das hier mit dem Würzen. Da nimmt man einen Löffel, macht 1, 2, 3 so eine Senfkörner rein und dann wird das abgeschmeckt und ich kann mich darauf verlassen, was Annette abschmeckt, das schmeckt auch. Was treibst du da Schönes? Ich habe gestern eine Krone verloren, da oben, die war angeblich richtig fest, ist aber nicht. Und jetzt reinige ich die Krone und dann klebt die Annette mir die wieder rein. So Gott will. Und dann kann ich hoffentlich auch wieder so ein richtiges Steak essen. Also das kann ich jetzt auch, habe dann noch eine andere Seite hier drüben. Aber so ist das im Alter. Das ist ja der gute Zahn. Schön, ne? Wieder mal ein Biss. Kurz vor Bayonetta. Wir hatten ihn schon auf 30 Meter dran. Und jetzt hat er wieder wie viel rausgezogen? 180. 180 Meter rausgezogen. Da sind wir mal gespannt, was der Glenn uns jetzt serviert. Auf. Da ist er.
ist er. Er hat aber nicht gehakt. Er hat ihn irgendwie in den Kiemen. Doch, alles noch dran, aber bonito. Wir wollen ja eigentlich ein bisschen schnorcheln gehen an dem Eiland. Dann lassen wir uns überraschen. Wir brauchen eigentlich mal wieder einen Riff, um Lobster zu finden. Da hinten steht einsam die Limelight. Hier bei Bayonetta. Der Glenn, der sucht Perlen. Und die Annette hält Ausschau nach Lobster. Bei Flut unter Wasser. Wir haben nämlich momentan einen Tidenhub von 4,70 Perlensuche und die Muscheln essen wir natürlich auch. Das sind doch Probleme. Leider habe ich heute meine Krone wieder mal verloren. Jetzt werden wir es nochmal versuchen hier mit dem Refit. Mit unserer letzten Zementmischung noch mal zu verkleben. Und dann hoffe ich, dass das irgendwie hält, bis ich irgendwann mal zum Zahnarzt komme, der das dann richtig einkleben kann. Warte mal, ich muss die Spinnenweben hier wegmachen. Wir hatten die Krone ja schon einmal drin, die hat auch ein paar Tage gehalten. Jetzt ist sie rausgefallen und jetzt muss ich versuchen hier diese sogenannte Füllung, die das Ganze zum Halten gebracht hat, wieder rauszukratzen. Das gestaltet sich sehr schwierig. Ich habe auch Angst, dass ich irgendwie abrutsche. Ich bin ja nun ein Zahnarzt, der hier Ich habe ein bisschen Angst. Das Ding ist drauf, du kannst sprechen. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich krieg's nicht raus. Nur kurz den Bandschleifer. Ja, genau. Die Fräse am also, Akkuschrauber. Hält, lacht Zeug, ihr mal alle ruhig. Das Zeug hält. Warte, erst die Spinnenweben wieder weg. Ich komme da auch nicht drunter. Ich kann damit nicht lang fräsen. Ich habe keinen Bohrer oder irgendwas. Das können wir ändern. Ein bisschen was habe ich ja abgekriegt. Papa aber hat ja noch einen Achter nicht. Da unten liegen. Neun, oder nicht? Können wir nicht ein Gewinde reinschneiden und das Ding draufdrehen? Schraube rein. Oh. Wunderbar. Das bringt überhaupt nichts, was du da machst. Gar nichts. Also ich habe das an den... Da kommen Mama und Papa wieder von ihrem Landgang. Und Papa macht mal wieder ein bisschen was für seine Muskeln. Das muss er ja jetzt ganz schnell machen.
und angekommen. Oh, hallo. Heute ist ein ganz bequemes Frühstück auf dem Weg nach Isla Bona. Von da hinten kommen wir, da hinten ist Pedro González. Schmeckt's auch bei Wellen? Und naja, es gibt auch kein... Außerdem fällt hier alles durch die Obst Gegend. Mehr. Aber wir haben noch Nutella. Du hast das leere Glas in der Hand. Naja. Bei Vollspeed 5,7 Knoten. Bei 18 Knoten Wind. Schöne Schräglage. Ja, macht Spaß. Der Ref haben wir drin. Also Jörg, heute gibt es dein Brot aus der Schweiz. Danke dafür. Und dazu der Rest Salami aus Deutschland. Und dann müssen wir irgendwann mal wieder was einkaufen. Ja, so ein Mist. Da haben wir einen Pelikan gefangen, einen riesigen Pelikan. Scheiße! Boah. Und das die Leine, der reißt die Leine. Mit Ansage. Tja, wir kriegen den Pelikan leider nicht schnell genug rein, weil er so einen Widerstand hat. Und der wird wahrscheinlich mittlerweile tot sein. So ein Mist. Dober Pelikan. Doofe Angler. Es dauert ewig lange, bis wir den Pelikan an Bord haben. Ist da irgendwo der Haken? Ja, da ist die nächsten Flügel. Stopp, 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 stopp. Locker lassen? Ja, ein bisschen. Nee. Oh, doch, hier ist der Haken. Oh, ich gucke noch mal in der Lage. Oh, das kann ich sehen. Das ist ja Genick gebrochen, glaube ich. Boah. Du Armer. Schön ist hier gewesen. Du musst, glaube ich, die Schnur ein bisschen locker lassen. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie rum das gewickelt ist. Das sehe ich nicht. Überfahrt mal wieder nach Vistamar. Es sieht eigentlich recht windig aus, überall sind Schaumkronen, aber nicht hier, wo wir sind. Die Segelung ist nicht komplett, wir haben das erste Reff im Großsegel drin, ne? Aber so rauscht man auch schon recht schön dahin. Jetzt gleich geht's ab! Ich war schon nass geworden. So macht Segel Spaß. Also wir pendeln. Wind, Welle, Schräglage, das gehört ja alles dazu. Ja. Wo rauschen wir da hin? Mei, oh mei, sind hier viele Vögel. Der Glenn ist jetzt genau eine Stunde dran, den Fisch einzuholen. Er hatte 300 Meter rausgeholt
Und jetzt muss er hier eigentlich kommen. Die Leine geht direkt hinterm Ding hier ins Boot. Ich sehe die Leine. Da, ich sehe, glaube ich, schon den. Ne, sehe ich nicht. Er zieht wieder raus. Eine Stunde 20 für so ein kleines Fischchen. Also kleines eigentlich, ist schon riesig. So, wir haben endlich das ganze Material. Und jetzt wird das Bimini befestigt. Wieder schön 4 neue Löcher im Boot. Heute nehmen wir uns den Ruderquadranten vor. Der hat Spiel zwischen dem Ruderschaft und dem Bolzen vom Ruderquadranten. Das wird gar nicht so einfach. Wir müssen die ganzen Seile abnehmen und müssen dann noch jemanden finden, der uns eine Buchse dreht. Was da unten drin aussieht. Genau, so sieht das da aus. Wir sind schon die ersten Verletzungen. Ja, hier vom Seil. Kannst du mal das Ruder an den festhalten? Nein, ich kann es nur hier so festhalten. Ja. Da hat man keine Hebelkraft, ne? Nee. Direkt mit der Knarre? Aua! Ich rutsche halt auch ab mit dem Schlüssel. Nee. Der sagt nichts. So, jetzt haben wir uns noch mal eine extra Arbeit verschafft. Und zwar haben wir nämlich die Knarre da hinten reinfallen lassen, wo man nicht rankommt. Und um das zugänglich zu machen, müssen wir jetzt hier den Autopiloten abschrauben. Weil wir haben ja so noch nicht genug zu tun. Wo ist denn der Hammer? Was hier? Ja, wie es so ist, wir haben einen Schraubenkopf abgerissen. Und jetzt kriegen wir den Quadranten hier nicht auseinander. Und das ist natürlich genau auf der Seite, wo man überhaupt nicht dran kommt. Ja, ja, ja! Und jetzt guckt mal, was hier passiert. Jetzt kommt hier die eine Hälfte des Ruderquadranten, kommt hier zur Tage. Jawohl, da ist er. Und da ist die andere Hälfte. Ach, so sieht das Ding aus. Ah. Unser Problem. Der Quadrant sitzt ja so auf dem
Schaft des Ruders. Also hier drin ist das Ruder. Und der Stift, der geht da durch, um das Ruder festzuhalten. Und dieser Stift, der hier drin steckt, der hat sehr, sehr viel Spiel. Deswegen das Ruder, wenn wir segeln, macht es immer automatisch so eine Bewegung. Und damit hat der Autopilot oder auch wir beim Segeln immer das Problem, dass wir halt sehr, sehr stark von rechts nach links schwenken. Was machen wir jetzt? Und jetzt werden wir hier zwei kleine Stückchen drehen, was wir hier einsetzen werden, damit dieses Spiel verringert wird. Genau. Sehr gut. Projekt Lümmelbeschlag wird in Angriff genommen. Jetzt. Aufgebohrt. Jetzt machen wir es einfach ab. Aber geht nicht. Wahrscheinlich müssen wir hier vorne das doch los machen. Jetzt machen wir das hier vorne erstmal los. Dick. Ja, sonst wird schon was passieren. Ah, keine Ahnung. Ob die in den neuen passen. Ach so. Okay. Ja, es reicht schon. Das war nicht so gut. Also zumindest schon mal 4. Das sieht doch schon mal so aus. Tagen bläst es hier in der Marina Vista Mar. Heute ist extremes Hochwasser und die Boote schaukeln hier wie Teufel. Und zerren an den Leinen. Nach 5 Wochen konnten wir heute das erste Mal wieder einkaufen. Haben uns auch ein Auto gemietet, halben Tag $20. Und das haben wir natürlich genutzt, diese Chance. Haben auch unser Paket abgeholt. Also unseren Lümmelbeschlag und den Rutscher für den Spinnakerbaum. Der ist zumindest schon mal eingetroffen hier. So. Heute sind wir eingeladen an unserem Hochzeitstag bei der Familie Kerby. Und das ist hier der Bug eines Schiffes. Und leider sieht man es jetzt nicht. Ringsrum ist der Strand. Okay. So you're gonna remount everything. Und wir essen heute den Fisch, den wir gestern gefangen haben. Ne? Prost. 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 Cheers. Salut. Ich bin auf dem Weg nach Panama City. Wir haben gestern angerufen dort beim Hafenkapitän. Unsere Papiere sollen fertig sein.
Also ich brauche die hoffentlich heute nur noch abholen. Also unser Cruising Permit, die Verlängerung, weil unsere ist seit Dezember ausgelaufen. Jetzt bin ich eben gerade schon durch die erste Kontrolle durchgekommen. Der wollte irgendwelche Lizenzen haben. Ich habe ihm also alles gegeben. Mein Passport, mein Führerschein, meine Krankenkarte. Und ja, irgendwann hat er die Nerven verloren und hat gesagt, komm, fahr einfach weiter. Na, jetzt bin ich kurz vor der Bridge of America. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier gut durchkomme bis zum Hafenkapitän. Bridge of America. Ich habe das Cruising Permit verlängern können, hat $185 gekostet und ist jetzt gültig bis Dezember 2021. Jetzt bin ich wieder auf dem Rückweg auf der Pan Americana und vor mir wartet schon ein Megastau von über eine Stunde an der Covid-Kontrolle. Mal schauen, wie ich da durchkomme. So, ich bin jetzt 3,5 Stunden unterwegs und jetzt, das ist hier die Umleitung von der Pan American. Es staut sich alles. Also Google sagt noch ungefähr 2 Stunden. Nach 4,5 Stunden schließe ich mich hier den anderen an. Irgendeine Abkürzung durch den Dschungel. Also ich muss eigentlich um 17 Uhr das Auto abgeben, ist aber schon 16 Uhr und ich habe noch gut 60 Kilometer vor mir. Angekommen. Ja, super, nach 2 Monaten ist das Paket aus Deutschland mit unserem Autopiloten da. Mhm. Perfekt. Ist nicht der Fall. Okay. Ja, also für die Pakete brauchen wir. Dann brauchen wir einen Adapter zwischen dem Schlauch und dem Schlauch. Mhm. Zwischen dem Schlauch und dem Schlauch. Der ist zu klein. Nein, ein Adapter. Also, du brauchst da, so ein Plastik-Dingerbild, ja, okay. Dazwischen. Mhm. 3 Stück. 3. Und noch 1 Meter so ein Schlauch. Okay. Ja? Also da steht es. Premium Priority, schnelle Beförderung. Nach 2 Monaten, wie gesagt, ist es jetzt da. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Einmal aufmachen. Oh, oh. Hat schon jemand was gegessen? Das gibt's ja gar nicht. Was für ein Wichser. Ausgelaufen. Das reißt sich halt ja gar nicht zu. Hier ist noch was drin, glaube ich. Tada! Da ist er! Der Autopilot! Ja! Yeah. Sieht cool aus. Was noch? Aber oh, das muss erstmal alles in den Kühlschrank, sonst sind die Küsschen. Oh. Ferrero-Küsschen! Oh, das ist die Pfannkartoffeln! Oh. Oh. Schnell in den Kühlschrank für Annette und Michael mit Glenn. Das ist von deiner Mama. Oh! Und das? Das ist, weiß ich nicht. Ich nehme an von Kira. 1. Februar. Ja, unsere Weihnachtskarten sind auch angekommen. Frohe Weihnachten! Sehr schön! Geht schon gar nicht mehr aufzumachen, wa? Doch. Frohe und gesunde Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht euch, lieben, eure Mutti und Oma. Oh, danke, Mutti. Oh, wie niedlich. Habt ihr was zum Aufhängen zu Weihnachten? Ach, auch Weihnachtsschmuck, sehr schön. Nicht fest. Doch, nicht fest, nur aufhängen. Doch.
leider weggeweht. Nein. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, Kira und Finn. Liebe Grüße auch von Habermann, Oma und Opa, Mutti und Papa. Ah, danke euch allen. Dankeschön. Danke. Annette bereitet unseren Antrag für die Einreise nach Französisch-Polynesien vor. In der Hoffnung, dass das genehmigt wird und wir nicht noch länger hier feststecken. Ein Haufen Papierkram, der erledigt werden muss, den man dann per Mail dort hinschickt. Wir haben heute unseren Ruderquadranten zurückbekommen und hier hat man zwei Buchsen eingesetzt. Leider nicht so, wie wir das haben wollten. Wir wollten also nicht hier so einen Kranz außenrum haben. Jetzt werden wir mal schauen, ob das denn auch von der Länge des Bolzens her noch so funktioniert. Nachdem das jetzt mit dem Ruderquadranten noch nichts geworden ist, den haben wir jetzt zurückgeschickt, der muss nochmal überarbeitet werden, bauen wir jetzt hier einen Frischwasserfilter ein. Weil wir gemerkt haben, dass manchmal ein paar Flocken aus dem Wasser kommen. Und das wollen wir in Zukunft verhindern. Wieder mal das alte Spiel. Wir brauchen noch weitere Teile. 5 Minuten ist er da. Jetzt muss halt jemand wieder in die Stadt fahren und Teile kaufen. Viel Spaß. Ja, das scheint ich zu sein. Ist doch schon perfekt angezogen. Ja. Ja, mittlerweile sieht das hier so aus. 1000 Adapter, Schellen. Und da basteln wir uns jetzt etwas zusammen, weil es gab nichts Passendes. Wir müssen das alles irgendwie adaptieren. Die Pumpe ist wieder installiert. Das weiße hier ist der Kopf des neuen Filters. Und jetzt geht's an den Endanschluss. Alles angeschlossen. Filter geht hoffentlich auch dran. Ja, komm. Nochmal gerade machen, ja. So. Okay. Sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Sieht ganz gut aus. So, Wasser ist auf. Das ist angeschlossen. Alles angeschlossen. Der Glenn macht jetzt mal an. Womit lüftet man? Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt machen wir noch mal einen Wasserhahn an, glaube ich. Die Pumpe läuft gar nicht. Und es kommt Wasser. Ist das geil. Irgendwas tropft. Es funktioniert. Es ist auch alles dicht. Also, da haben wir wieder richtig was geschafft heute. Haben wir das. Aber nichts von dem, was wir wollten. Ja, unser Ruderquadrant ist immer noch nicht da. Da warten wir noch drauf und hoffen, dass wir den noch einbauen können heute. Die Firma hat unseren Ruderquadranten nochmal überarbeitet. Hat hier alles zugeschweißt und den Bolzen neu gesetzt. Und jetzt passt zumindest schon mal der Bolzen rein. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das Ganze auch da unten auf den Ruderschaft kriegen. Wie es aussieht, machen wir Fortschritte. Genau, wir brauchen den großen Hammer. Das Grinsen. Leute, was ist? Ja! Yeah. So, der Bolzen ist durch den Ruderquadranten durch. Jetzt werden wir den noch ein bisschen anziehen und dann geht's in die Endmontage. Der Autopilot muss nur noch angeschlossen werden. Und dann haben wir alles montiert, glaube ich. Alles ist eingebaut. Auch der neue Autopilot und der Glenn
Guckt jetzt mal, dass, ob die Ruderlagenanzeige geht. Oh ja, die geht, das sieht man da. Jetzt drückt der Glenn mal auf Auto. Plus 10. Oh, es bewegt sich. Minus 10. Oh. Joho. Wir verlassen Vistamar Marina bei 30 Knoten Wind und wollen jetzt Richtung Coima, also ca. 180 Meilen. Moi, les faits où qu'on est, moi, sentiment, tu comme ça. Moi, tu les carrousses, où est-ce que vous faites, moi, les bois.